Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Eine Woche, das Thema Verwandlung. Wir haben es geschafft. Ab morgen kann man abends wieder zu Hause bleiben und muss sich darum nicht mehr kümmern. Aber es kann ja auch sein, Sie sind heute erst aufgetaucht und sagen, Mensch, war doch Allianz Gebetswoche, habe ich ja ganz vergessen. Jetzt gehe ich doch nochmal schnell zum Gottesdienst. Wie ist denn das Thema Verwandlung? Ich weiß nicht, ob Sie in dieser Woche dieses Heft in der Hand hatten mit diesem genialen Titelbild. Als ich das sah, dachte ich, wow, das brauche ich. Also das brauche ich dann auch mal per E-Mail, ja, weil ich predige sehr gerne über Verwandlung. Wir haben vorhin gehört von MWAC, es muss was anderes geben. Da geht es ja um Verwandlung, oder? Und das Wappentier unserer Initiative für Singles, das Wappentier ist der Schmetterling. Warum? Und ich muss jetzt an dieser Stelle auf einen Bibeltext Bezug nehmen, der nach meiner Kenntnis in der letzten Woche nicht so vorkam. Aber wo ich sage, da wird es deutlich, worum es geht. Und da ist die Frage, wo sind wir gerade? Es geht ja heute um die Vollendung, nicht wahr? Römer 12, Vers 2. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen mögt, Pünktchen, Pünktchen. Und was mich so fasziniert, ist dieses Wort Verwandlung, wo im Griechischen an dieser Stelle steht Metamorphose. Es geht um Metamorphose und nicht, wie es in manchen Übersetzungen steht, in manchen Übersetzungen steht an dieser Stelle und verändert euch. Merkt ihr den Unterschied im Gefühl? Also für mich ist das ein richtiger Unterschied, ob jemand sagt, Astrid, du musst dich ändern. Oder ob jemand sagt, Astrid, lass dich verwandeln. Kennen Sie den Unterschied? Wie oft, wie viel haben Sie schon versucht, sich selbst zu ändern? Diese Stadt zu verändern? Die Welt zu verändern? Lasst euch verwandeln, metamorphein, ein griechisches Wort, was in der Bibel im Neuen Testament nur an zwei Stellen vorkommt, nämlich hier im Römer und an der Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern auf den Berg geht und wo es in der Luther-Übersetzung heißt, und er wurde verklärt vor ihren Augen. Da steht eigentlich auch, er wurde verwandelt. Verwandlung, was heißt das? Für mich heißt das, lasst etwas durchscheinen von der Herrlichkeit Gottes. Darum geht's. Und wer in der Allianz Gebetswoche der weiß, dass der Auferstandene uns verwandeln will. Der Leidende, der König, der Überwinder, der Auftraggeber, der Freund, der Geist. Und heute der Vollender. Der Vollender, der uns verwandeln will und der die Verwandlung vollenden will. Ich weiß nicht, wie Ihre Stimmung so ist nach dieser Woche. Wenn man in die Bibel schaut, dann entdeckt man da ja Gott als den Verwandler. Das geht am Anfang los, die Erde war wüst und leer, Tohuwabohu herrschte da und er verwandelt dieses Chaos in diese Schöpfung, in unsere Welt, die er uns anvertraut hat. Gott verwandelt. Er verwandelt das Leben von Menschen. Die Bibel erzählt lauter Verwandlungsgeschichten. Und hoffentlich können auch wir Verwandlungsgeschichten erzählen. Und da finde ich es wirklich nicht so aufregend, ob ich nun Krankenschwester oder Gefängnispfarrerin bin oder Buchautorin. Es ist ja viel aufregender, ob ich eine Raupe bin oder Anzeichen eines Schmetterlings zeige. Das ist doch viel aufregender. Und jetzt kann es sein, dass Sie hier sitzen und sagen, ja, ich versuche schon seit 45,5 Jahren
mich zu verändern und ein guter Ehemann zu werden. Und dann ist ihre Stimmung vielleicht heute ziemlich im Keller, weil sie sagen, ich habe es immer noch nicht geschafft. Oder hier sitzen Schüler, die sagen, ich will mich immer verändern und will ein guter Schüler werden. Und die Stimmung ist heute auch schlecht, weil es gerade letzte Woche wieder eine schlechte Note gab. Also wir sollen ja nicht immer so bleiben, wie wir sind. Aber vielleicht müssen wir das Programm ein bisschen ändern. Und unsere Veränderungsstressprogramme mal zur Disposition stellen. Und vor allem die Veränderungsstressprogramme, wo wir den anderen verändern wollen. Ist das Problem in vielen Ehen, habe ich mir sagen lassen. So als Singlefrau muss man ja immer mal mit Verheirateten reden, damit man weiß, wie schwer das Leben ist. Weil ja, manche Ehen besteht ja daraus, dass der eine Ehepartner sich 40 Jahre dagegen wehrt, dass der andere Ehepartner ihn verändert. Gott will uns nicht verändern, sondern er will verwandeln. Aber vielleicht sind Sie auch ganz begeistert, weil Sie in der letzten Woche schon so viel entdeckt haben, wo Gott am Verwandeln ist. Wo er tatsächlich als der König Ihres Lebens, als der, der die Herrschaft in Ihrem Leben irgendwann mal übernommen hat, und Sie schauen zurück und sagen, ja, stimmt ja wirklich. Ich war früher jemand, naja, da sind die anderen immer ein bisschen auf Abstand gegangen. Aber Gott hat mein Leben verwandelt. Oder vielleicht können Sie eine Verwandlungsgeschichte erzählen, wie Gott Sie herausgeholt hat aus einer Sucht. Und er hat Sie verwandelt in einen freien Menschen. Und vielleicht können die ganz alten Hasen der Kieler Evangelischen Allianz Verwandlungsgeschichten erzählen, wie sie vielleicht früher in einem Arbeitskreis der Allianz saßen und sich gegenseitig gehauen und gefressen haben. Und Gott hat sie verwandelt in eine Truppe, die gemeinsam eine Schule gründet, die eine christliche Beratungsstelle verantwortet. Da sehe ich doch, wie Gott am Werk ist. Und er verwandelt und dann hebt sich meine Stimmung und ich sage, Gott, mach weiter. Wo sind wir gerade? Manch einer sitzt vielleicht hier und sagt, ich bin kurz davor, mich aufzuhängen. Das Leben hat doch keinen Zweck mehr. Was bringt's? Und die Christen? Schönen Dank auch. Vielleicht kommt es darauf an, diese Raupenexistenz zu Ende zu führen und sich Gott zu überlassen. Diese Raupe hört auf zu fressen. Ich finde dieses Bild so vielsagend, weil ich denke, manche Gemeinden haben so, ich kann das ja hier sagen, weil ich fahre ja wieder weg. Also ich kenne Gemeinden, das sind so Versammlungen von Raupen. Fressen, fressen, gib mir, ich will haben. Pastor, du musst. Gemeindeleitung, gib mir. Du musst mich befriedigen. Meine Seelsorgerin, die muss mir das geben. Was. Und dann versuchen wir überall uns satt zu fressen und versuchen, frohe Christen zu werden. Aber eigentlich sind wir nur Leute, die ich, meiner, mich, mir, Herr Jesus, segne diese vier. Aber darum kann es doch nicht gehen. Das ist die Verwandlung, wo ich denke, die steht zutiefst an. Und das ist das, ich wollte es vorhin bloß nicht sagen, was ist die größte Verwandlung? Dass Jesus da mit mir in Klausur gegangen ist und gesagt hat, Astrid, das geht doch letztlich nicht um dich, sondern es geht ums Reich Gottes. Und es geht letztlich nicht um immer größere und schönere Gemeinden in Kiel, sondern es geht um die Stadt Kiel. Und darum, dass die Menschen dieser Stadt merken, was ist los mit den Christen? Die wollen ja gar nicht immer unser Geld für ihr Gemeindehaus, sondern die geben plötzlich Geld für eine Schule, damit die Kieler Kinder mit Freude gut lernen. Das ist Verwandlung. Deshalb ist meine Stimmung so gut heute. Weil ich sehe, hier tut sich was, hier bewegt sich was. Gott ist dabei. Und insofern nehmt einfach dieses Bild mit, aus dieser Allianzwoche